Servus Freunde, willkommen zurück. Wir machen ein kleines neues Projekt und zwar haben wir heute am Start den lieben Nelo. Hallo. Den lieben Reimel. Servus. Und ich. Und willkommen auf unserem kleinen Server. Und der Reimel erklärt euch jetzt das kleine Spiel, nachdem ich euch sage, warum, wie wir hier dazu überhaupt kommen. Genau. Ich und der Reimel haben uns zusammengesetzt und ein bisschen Jump League gespielt. Und fanden es eigentlich wieder mal recht nice. Ich spiele selten Jump'n'Run. Bin auch schlecht, aber das will ich verbessern. Deswegen jetzt dieses Projekt. Und da darf der Reimel jetzt mal erklären, worum es geht. Genau, und zwar sieht man hier drei Felder, 50x50. Und hier hat jeder seinen Bauraum, wo er bauen kann. Also sein Jump'n'Run halt. Und der hat eine Woche Zeit, von Montag bis Freitag, also 5 Tage, eine Schulwoche besser gesagt. Und am Ende, also am Samstag oder so, wenn man halt zu dritt dann Zeit hat, wird aufgenommen. Das heißt, der Zulfi macht zum Beispiel meinen Jump'n'Run, ich mache Nelo Science und der Nelo macht ein Zulfi Science. Und genau, man kann zum Beispiel auch Fallen oder so einbauen, also man kann sich da auf jeden Fall was überlegen. Und ja. Genau, deswegen haben wir hier so 50 auf 50. Man kann unter die Erde bauen, man kann genau. Luft bauen. Man darf aber nur im Feld bleiben. Und dann wird am Ende halt aufgenommen. Es kann sein, dass vielleicht die Jump'n'Runs könnten sehr schwer werden. Dass auch Ausraster kommen kann, natürlich zum Beispiel auch sein. Wir jetzt, ich sag mal, übertriebenste Fall, wir nehmen jetzt ein Video auf an einem Tag und es dauert dann, bis einer der letzte durch ist, dauert 1,5 Stunden. Sagen wir mal so. Ist scheiße, das Video 1,5 Stunden hochzuladen. Cutten ist auch scheiße, finde ich. Da hat man wieder zu viele Parts dann auf einmal. Und deswegen sag ich dann, machen wir das dann einfach so, wird dann einfach das Video eben geschnitten, gecuttet von 1,5 Stunden auf 15-20 Minuten, die gute Szenen werden mit reingenommen. Man kann Effekte ein bisschen einfügen, man kann das Video ein bisschen gestalten, so dass das Video einfach dann sehr unterhaltsam am Ende wird. Deswegen hoffe ich, dass es euch so die Idee an sich gefällt. Könnt ihr gerne einen Daumen hoch lassen, abonnieren auf jeden, wenn ihr nichts verpassen wollt. Alle sind in der Videobeschreibung. Genau. Und ja, ich hoffe, hab ich's vergessen. Der Nelo ist ja auch am Start, hat noch nichts gesagt. Willst du was dazu sagen? Wie findest du das Projekt, die Idee? Die Idee an sich ist schon mal richtig geil. Ich frage mich nur zum Beispiel, wenn man jetzt auf seinem Bauplatz mal angenommen was baut, dann muss man aber aufpassen, wenn man unterirdisch baut. Ja, warte mal, ich halt mal kurz hoch. Zum Beispiel, pass mal auf, was ich meine. Sagen wir mal, ich baue jetzt mal wieder hin. Du baust hier, ne? Ja. Du baust hier. Ja. Unterirdisch, dann weißt du ja nicht, ob du jetzt unten drunter schon durch bist. Das ist ja das Problem. Dann musst du halt mal kurz hochgraben. Dann grabst du entweder hoch oder du machst für dich und gräbst deine Wand runter. Das ist, du hast in der Woche Zeit, also das ist ja scheißegal. Ich dachte, da gibt's vielleicht Barrieren oder so, aber das grab ich zu aufwendig jetzt. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Das kannst du selber, wie du gestalten willst. Okay. Aber wir haben eine Woche Zeit auf jeden Fall. Von Montag bis Freitagabend kann man auf jeden Fall bauen. Man sollte das ein bisschen gestalten, dass es auch gut aussieht. Wir hatten die erste Idee, es an einem Tag zu bauen in einem Video, aber habe ich gemeint, wäre dann ein wenig leblos, deswegen baut man eine Woche einfach dran rum und dann am Ende der Woche gibt es eben das Video von diesem Spektakel, von diesen Ausrastern, mal schauen, wie viele Tastaturen kaputt gehen, ich mache einen Counter rein. Tastatur Nummer 1, Tastatur Nummer 2 und mal schauen, das aufregt. Was da so abgeht und wenn es gut läuft, wird auf jeden Fall viel gemacht. Und hab mir auch als Zusatz gedacht, wenn wir jetzt hier diese 3 Jump'n'Runs haben, es gut ankommt, es weiterläuft, werden wir einfach hier weiter in die Welt reinbauen. Immer neue Vierecke, immer neue Jump'n'Runs. 50x50 Felder. 50x50 Felder. Und irgendwann ist das ja eigentlich ein riesiges Ding mit ganz vielen Jump'n'Runs. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann stellst du die Map einfach online. Zum Download. Kann man sich irgendwann runterladen mal. Und ihr könnt dann auch selbst die Jump'n'Runs mal versuchen. Und dann könnt ihr da selbst mal drauf rumturnen. Genau. Haben wir so als Zusatz überlegt. Und deswegen war es das so, das kleine Infovideo. Ab heute gilt's, ab heute kann jetzt aufgenommen werden, ab heute kann... Nee, aufgenommen also werden aufgenommen nicht, gebaut. Also gebaut werden kann. Und dann wünsche ich allen Teilnehmern viel Spaß. Und natürlich auch den Zuschauern unterhaltsam. Wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert ihr gerne die Kanäle. Würden uns alle sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim ersten oder eigentlich beim nächsten Let's Play von euch allen. Bis dahin. Genau. Ciao. Tschüss. Tschüss.